Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für einen neuen Teamgeist und in unserem Teamgeist zeigen meine Teammitglieder und ich euch ganz viele tolle Ideen zu einem bestimmten Thema. Und dieses Mal ist das Thema besondere Kartenform. Meine Idee dazu habt ihr im letzten Video schon gesehen, das verlinke ich jetzt nochmal hier oben unter dem weißen i, da könnt ihr draufklicken und nochmal nachschauen. Ich habe euch da eine Kartenform gezeigt, die ich mir selber überlegt habe und die ihr in zwei verschiedenen Varianten basteln könnt. Also wir haben diese Ranunkelkarte gemacht, die habt ihr auch nochmal in Savanne, aber ihr könnt euch das Video einfach anschauen, da seht ihr das ganz genau. Ich zeige es jetzt mal an diesem Beispiel hier, also das ist diese kleinere Form der Karte. Was heißt kleiner? Ein bisschen verändert. Das ist also eigentlich die gleiche Karte, nur noch mit einem kleinen Clou. Die kann man hier einfach so aufmachen. Und hat dann hier so Einschubkarten. Kann die dann so aufklappen. Ich habe sie jetzt mal Fischgrätenkarte genannt, weil ich finde, das hat so ein schönes Muster hier vorne. Man kann innen was reinschreiben und man kann eben auch hinten, hat man noch ein Fach, wo man auch noch was unterbringen kann. Text, Geld, Geschenk, Gutscheinkarte oder was auch immer. Also da fällt einem immer was ein. Das war so die eine Idee, die haben wir zusammen gebastelt. Das ist jetzt mal so. Und die zweite Art Form von Karte, die ihr aus dem gleichen und noch ein bisschen einfacher machen könnt, ist diese Kartenform. Die ist jetzt mit diesem schönen Sonnenhut gestaltet und sieht dann so aus. Hat also ein bisschen weniger Fächer, aber ist auch eine besondere Kartenform. Kann man schön stempeln, schön gestalten und ist einfach auch, finde ich, eine ganz coole Form und macht richtig Spaß, die zum Basteln. Wenn ihr also das Video noch nicht gesehen habt oder das nachbasteln wollt, schaut da eben gerne vorbei, dann habt ihr dann natürlich auch eine Anleitung dafür. Und jetzt kommen die Ideen von meinen Teammitgliedern und ich starte gleich mit der ersten Karte von der lieben Vanessa. Wir haben hier wieder ein schönes Kuvert. Die Materialliste zeige ich euch gleich. Eine kleine Karte für mich mit diesem Set, das es da eben gibt, mit diesen Komplettsets. Die finde ich irgendwie auch immer ganz toll zum Basteln. Und die Karte, die Vanessa geschickt hat, ist wunderschön. Die ist also, kann man hier ganz flach verschicken. Also die passt super ins Kuvert. Total schön gestaltet. Ich finde, das ist eine schöne Kombi, so Ton in Ton gearbeitet mit dem Schmetterling vorne drauf. Passt jetzt super zum Frühling. Und die kann man eben so aufmachen. Und dann ploppt die hier eben so auf. Also das ist so eine... Die nennt sich Pop-Up-Label-Card. Seht ihr das? Ich habe schon überlegt, ob man das irgendwo aufstellen kann, aber ich glaube, das gehört so, dass das so wie so ein bisschen schwebend ist. Also hier sieht man mal den Mechanismus. Innenseite noch schön gestaltet mit Stempel, Schmetterling und so ein bisschen Spritzer im Hintergrund. Sieht man das? Und das ist einfach eine total schöne Karte, die einem so entgegenfliegt wie so ein Schmetterling. Also ich finde das ganz hübsch. Ich finde auch die Kombination mit diesen Glitzersteinen schön, mit diesen... Blütenrosa Glitzersteine. Die benutze ich immer weniger, weil ich immer nicht so richtig die Farbkombi passend dazu habe, aber ich finde, das passt hier sehr gut mit dem Gelb. Sehr schön. Also ich finde, die Karte ist total toll und eben mit diesem, ich würde es mal so sagen, so Schwebeeffekt, ich finde das super cool. Und das Tolle ist eben auch, dass man die ganz flach verschicken kann und dann eben diesen schönen Effekt hat. Wie so ein kleiner Schmetterlingsflatter-Schmetterling. Also total schön. Ihr habt hier nochmal die Anleitung, also die Materialliste. Die Anleitung gibt es bei Janas Paper Dreams, auch bei YouTube, hat die Vanessa geschrieben. Und genau, da sind eben alle Materialien. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Könnt euch auch ein Pausebild machen. Dann könnt ihr gucken, was die Vanessa alles verwendet hat. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, Vanessa. Ich finde, die ist eine ganz, ganz tolle Karte. Freut mich sehr. Die nächste Post kommt von der lieben Andrea. Das ist auch mal eine richtig coole Karte mit einem ganz großen Kuvert. Also sieht, das ist schon mal richtig groß. Hier vorne noch mit Etiketten zum Beschriften. Wir spenden die Karten ja am Ende vom Teamgeist immer und da ist das natürlich cool, wenn dann sowas zum persönlichen Gruß noch gestaltbar auf dem Kuvert ist. Macht sich halt jetzt gut, weil das Ton in Ton ist, farblich. Genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal mit meiner Karte an. Die ist so wunderschön. So edel. Die sieht richtig toll aus. Ich habe mich gar nicht getraut, das Schleifchen aufgemacht zu machen. Das ist so schön. Vielleicht kann ich das aber auch hochschieben. Da muss ich es nicht aufmachen. Das ist nämlich ein perfektes Schleifchen. Und hier vorne. So schön, oder? So eine kleine Geheimnisbotschaft. Ich finde, das ist total hübsch.
Ich muss es jetzt aufmachen, damit ich mal reinguckseln kann. Ich habe nämlich noch gar nicht gespitzelt, weil ich die Schleife so schön fand und sie nicht kaputt machen wollte. Aber ich kann es auch so lesen. Vielen Dank. Ein paar schöne Frühlingsgrüße von der Andrea. Ich finde die Karte ist toll. Farbkombination wieder mega gut. Schön. Und auch eben, wie gesagt, mit diesem perfekten Schleifchen, das ich jetzt auch so wieder drüber zaubern kann. Das freut mich jetzt, dass ich das nicht kaputt machen musste. Genau, und die eigentliche Karte, um die es geht, ist eben eine ganz besondere Kartenform. Erstmal von der Größe natürlich, habt ihr gesehen, dass das sehr groß ist. Und dann auch von der Art, also seht ihr das, wie das eigentlich gefalten ist. Ich hoffe, das kommt im Video so raus. Kann man eben so ganz flach zusammen machen. Das auf die Seite, dass man nur die Karte sieht. Ganz schön, wieder eine tolle Farbkombination, total schön koloriert. Ich würde sagen, es ist ein Kolibri. Weiß ich nicht genau. Und dann hier im Hintergrund noch geprägt mit Punkten. Und dann kann man die eben so aufklappen. Und wenn man es so aufstellt, dann sieht ihr das vielleicht ein bisschen besser, oder? So, wie das gefalten ist, total schön. Macht sich total gut. Und auf der Rückseite man eben auch diesen Faltmechanismus, sage ich jetzt mal, und kann hier noch ganz viele Grüße zum Geburtstag unterbringen. Ups, falsch rum. Hier findet ihr die Andrea. Die Andrea hat auch einen YouTube-Kanal und da findet ihr auch die Anleitung dazu. Das seht ihr nämlich jetzt gleich hier. Hier unten, so heißt die Karte, wenn ihr die nachbasteln möchtet. Und das hier sind die Materialien. Da könnt ihr auch wieder ein Pausebild machen, was er alles verwendet hat. Total schön. Also das ist echt mal wieder eine coole Kartenform mit diesen Faltungen und ja, dass man die auch echt so. Das sieht schon immer total cool aus, wenn die so von alleine so eine coole Form macht, die Karte. Sehr schön, oder? Also vielen, vielen Dank, Andrea. Ich finde die ist wunderschön. Also cool. Was auch cool ist, finde ich, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt, ist, dass dieses Designerpapier und dieses Designerpapier nicht das gleiche ist. Irgendwie wirkt es so, das harmonisiert natürlich alles so gut, harmoniert natürlich alles so gut, aber es ist, finde ich, erst auf den zweiten Blick erkennbar. Total schön. Vielen, vielen Dank, Andrea. Freut mich sehr. Die nächste Kartenbox, die nächste Kiste, wie soll ich es sagen? Das ist jetzt mal ein größeres Paketchen, genau. Kommt von der lieben Nadine. Die Nadine hat mir auch eine Karte gemacht. Die ist natürlich auch schon wieder eine besondere Kartenform. Total witzig mit den Schnecken. Mit einem kleinen Briefchen hier. Schaut mal. Oh, das ist so süß. Danke. Und so eine Aufstellkarte ist das im Prinzip. Also man könnte hier auch ganz schön ein Foto unterbringen. Das dann so aufstellen. Aber man kann die auch eben ganz flach verschicken. Ich meine, dazu gibt es auch eine Anleitung auf ihrem Kanal. Hängebauchmaus heißt sie. Da findet ihr sie. Da könnt ihr mal stöbern gehen. Und sie hat eine große Box gemacht. Jetzt muss ich nur kurz reinlinsen, ob ich es richtig rumhalte. So rum. Also von außen seht ihr schon eine richtig schöne Box mit dem schönen Papier aus der Celebration. Auch mit diesen Vögelchen. Ja, weiß nicht genau, ob es Kolibris sind. Aber könnten sein. Kann man ja kolorieren, wie man möchte. Und der Schnabel ist aber fast ein bisschen zu kurz. Aber es ist ein schönes Papier. Und wenn man jetzt hier mal reinlinst. Das ist toll, oder? Ui, da fliegt auch noch was. Genau, also. Das ist eine Bogenkarte. Und die hat noch einen Spezialeffekt. Weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll. Am besten, ihr seht, also hier innen drinnen, diese Schmetterlinge, die sind dann noch aufgehängt und fliegen da noch in der Karte rum. Seht ihr das? Hier oben ist die Befestigung. Ich kann es jetzt leider schlecht in der Kamera zeigen. Hier sind die drei süßen Schmetterlinge, vorne und hinten. Und die schweben dann hier vorne über dem Gruß. Ich zeige es euch jetzt mal so, dass ihr auch den Gruß lesen könnt. Hier auch wunderschön koloriert. Auch wieder mit dem Papier aus der Celebration eben. Das finde ich auch so schön. Der Spruch im Hintergrund ist noch embossed. Und hier innen drin hat man ganz viel Platz zum Grüße unterbringen. Hier findet ihr die Nadine. Und die Anleitung zu so einer Bogenkarte habe ich euch auch schon mal gezeigt. Hier oben verlinke ich euch das mal, wenn ich es finde. Ich glaube, ich habe zwei Arten gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite auch aufgenommen habe als Video, aber auf jeden Fall gibt es eine Anleitung dafür. Und
Ich glaube, bei der Nadine kommt auch eine Anleitung, oder? Schauen wir mal. Genau. Bei der Nadine auf dem Kanal Hängebauchmaus gibt es auch eine Anleitung. Auch mit dieser Spezialtechnik, dass man hier was einhängt. Also das habe ich bei meiner Karte nicht gemacht mit diesen Schmetterlingen. Das ist eben noch ganz was Besonderes. Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen verhängt. Ich meine, also wahrscheinlich hängen die nicht so an einem Strang, sondern eher so auf drei Elemente verteilt, weil hier oben drei Einhänger sind. Aber die haben sich jetzt ein bisschen auf dem Weg mit der Post, glaube ich, so ein bisschen verhängt. Die hängen jetzt an einem. Also ich gucke mal nachher mir das in Ruhe nochmal an, ob ich das so ein bisschen auseinander bekomme noch. Ah, jetzt. Genau. Jetzt. Ah, jetzt. Schaut's mal. Jetzt ist das besser zum Sehen. So hängt das normalerweise runter. Das ist noch schöner. Cool. Also drei Schmetterlinge, die hier noch so rumsausen. Ich kann es euch jetzt eben nicht so richtig zeigen von oben, aber die sind so versetzt, dann kann man den Spruch besser lesen. Sehr schöne Idee. Gefällt mir richtig gut. Cool. Und wenn man das halt so hinstellt, dann schaut es so schön aus, weil die da so runterhängen. Das ist die Anleitung. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Und wie gesagt, also was heißt die Anleitung? Das ist das Material und die Anleitung findet ihr bei Hängebauchmaus. Da geht heute ein Video online. Schaut also unbedingt vorbei. Und vielleicht hat sie auch die Box dazu nochmal aufgenommen. Also echt cool. Richtig schön. Und das ist halt auch, ja, das ist eine Karte, die ist was ganz Besonderes. Da kann man schon mal so eine Box außenrum machen. Und die ist vielleicht auf dem Postweg ein bisschen schwierig. Die Nadine hat es mir aber auch geschickt jetzt. Also das geht auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man bei einem Geburtstag zum Beispiel eingeladen ist und das persönlich als Box überreicht. Und da kommt dazu eine schöne Karte raus. Das ist schon echt cool. Aber wie gesagt, das geht per Post. Gut polstern, dann geht das auch. Nadine, vielen, vielen Dank für deine tolle Idee mit diesem Spezialeffekt und dieser schönen Karte. Es ist immer so schön, wenn man sieht, wie man das alles gestalten kann mit verschiedenen Papier und verschiedenen Ideen. Und was da immer so entsteht, ist das einfach wunderschön. Die nächste Karte kommt vom lieben Cornel. Hier wieder ist seine wunderschöne Schrift. Und es ist auch eine coole Karte. Also erstmal ganz flach und cool koloriert mit diesem Farbverlauf von Gelb ins Rot. Vielleicht so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung, Sonnenaufgangsstimmung. Ein Dankeschön für deine Freundschaft. Und dann kann man die hier so auseinanderklappen. Also die kann man auch so hinstellen. Und wenn man die dann so auseinanderklappt, finde ich also allein schon mal diesen Wow-Effekt von dem Designerpapier. Also wenn man jetzt so, ich finde das mit den Streifen, das macht sich so gut. Und dann eben so, also cool. Innen auch schwarz-weißes Designerpapier gefällt mir auch immer gut. Verwende ich selber immer viel zu wenig und finde es immer toll, wenn andere dann so gute Ideen damit haben. Und dann kann man das so schön vorne hinstellen. Man könnte es auch so aufstellen. Wäre auch witzig, wenn man da irgendwie so ein witziges Foto oder so. Na gut, das müsste man dann zerschneiden. Also es ist schon schöner, wenn man da was Schönes stempelt. Und dann kann man das eben so aufmachen. Total cooler Verschluss. Finde ich echt eine coole Kartenidee. Ganz coole Form und mal was ganz anderes. Und kann überlegen, ob man es auch hochkant machen könnte. Könnte man auch. Aber das finde ich schon richtig schön so. Also wie gesagt, ich finde, das hat so einen richtigen Wow-Effekt mit dieser Koloration. Vorne ist so schön bunt. Und wenn man es dann aufmacht mit diesem Schwarz-Weiß in Kombi, sieht schon richtig toll aus, oder? Also wieder eine ganz coole Kartenform. Vielen Dank, Cornel, für diese tolle Idee. Finde ich wunderschön. Dankeschön. Und die nächste tolle Kartenidee kommt von der lieben Heike. Hier haben wir erstmal eine kleine Osteridee mit dem Osterset, Ostergrüße. Das finde ich auch total schön. Mit dem Schmetterling, mit dem Hasen. Mein Gott, mit dem Hasen und mit dem Entlein. Und die Heike hat mir geschrieben, dass sie besondere Kartenformen schwierig findet und dass das eine tolle Herausforderung für sie war. Und wir schauen uns jetzt ihr Zauberwerk an. Einmal das Kuvert passend gestaltet. Und dann hier diese tolle Karte. Das ist wirklich schön, huh? Also es ist eben mit diesem Landschaftsset total schön gearbeitet, viel gestempelt. Hintergrund ist Designerpapier. Ich müsste sagen, also ich würde sagen, das ist dieses Horizonte-Papier. Ich schaue jetzt lieber mal nach, wie ich den gerade erzähle, aber genau, am Horizont heißt es. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz so. Treefold Card heißt das Ganze. Hier findet ihr die Heike. Und es ist wirklich schön. Atmet durch, also so eine Entspannungs-Relax-Karte und dann hier mit diesem schönen Garn, das passt da einfach so farblich nur so gut dazu, so Naturmaterial ein bisschen.
Und jetzt, muss mal gucken, wie es aufgeht. Ah, sehr gut. Sehr schön. Also innen auch nochmal total schön gestaltet, gestempelt mit den Vögelchen. So schön. Das ist so eine Treefold-Karte, also so eine mit diesen Dreiecken. Da habe ich euch auch schon mal eine Karte gezeigt, die war aber quadratisch. Kann ich euch mal hier oben nochmal einblenden mit so einem Herz vorne drauf. Das hatte ich mal zur Hochzeit gebastelt. Und diese hier, die hat eben hier noch diese zusätzlichen Ränder. Das ist natürlich auch cool. Das ist noch ein bisschen anders. Man braucht noch ein bisschen mehr Designerpapier an der Seite auf jeden Fall. Ein Papier reicht auch nicht, genau, ist die Verlängerung. Also sehr cool gemacht. Sehr schön. Ich finde es immer toll. Muss man immer weitermachen, gell? Also eine wunderschöne Karte, eine ganz coole Form und ja, atme durch. Bisschen mehr, bisschen Ruhe, strahlt die Karte aus. Also es ist total schön. Ich finde auch das Stempelset so schön und dieses Papier und so. Also ganz tolle Karte. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Heike. So schön. Hat man einen kleinen Moment Auszeit. Dann habe ich noch eine Karte von der lieben Petra. Und das ist die Schmetterlingskarte, genau, die Materialliste. Die nennt sich Side Shaker Cut. Ich halte es euch mal hier rein, gesehen bei Iced Images. Genau, hier sind auch wieder das Designerpapier mit den Schmetterlingen. Und hier hat man eine richtig schöne Schüttelkarte. Gleich vorne drauf, so schön. Witzig, oder? Und dann kann man die hier so aufklappen und kann hier noch eine Menge Text unterbringen. Hat hier so einen schönen Schmetterling vorne drauf. Schön bunt, schön glitzerig. Hier hinten mit Wink of Stella. Vorne auch Glitzerpapier. Sehr schön, oder? Kleinen Schmetterling noch hier. Also es ist schon cool. Das ist halt wieder eine Karte, wo man nicht aufhören kann zum Schütteln, weil es einfach cool ist. Eine Schüttelkarte ist einfach immer So schön. Schön frühlingshaft, schön sommerlich schon eigentlich. Also das kann man gleich auch für Sommer benutzen und für eben Frühling mit schönen Farben und einfach mal ein bisschen bunt. Schön. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Petra. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Karten. Die sind ja was ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Die sind jetzt von meiner Mama. Und die eine Karte ist eigentlich so eine Geburtstagskarte oder vielleicht auch eine Silvesterkarte, finde ich. Also für Silvester könnte ich mir die super gut vorstellen. Das ist so ein Zylinder, wo man oben, oder ein Sektkühler, wo man dann die Flasche Sekt rauszaubern kann. Sehr witzig, oder? Mal schauen, dass es wieder reingeht. Happy Birthday. Man kann die auch aufklappen und innen noch beschriften, vielleicht mit so einem Silberstift. Hinten hat man noch Lass uns feiern, alles Gute. Sehr schöne Schrift hier. Und da ist ein Herzchen abgebrochen, da gehört eigentlich noch ein Herzchen hin, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Und das ist eben dieser Spezialeffekt mit diesem Sekt, den man da rauszaubert. Oder hier die Flaschenpost ist es ja eigentlich. Das ist eigentlich auch witzig. Als Geburtstag Flaschenpost. Also mich erinnert die Karte total an Silvester. Ich finde, das ist eine super tolle Silvester-Idee. Vielleicht auch als Tisch-Menükarte oder als Gästegut, die an Silvester finde ich, die ist die total cool. Die muss ich mir aufheben. Vielleicht mache ich euch da mal eine Anleitung dazu. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Und die zweite Karte ist eigentlich sehr persönlich oder was sehr Besonderes. Vielleicht kann ich es als Vogelhaus erklären oder für mich war es im ersten Moment ein Vogelhaus, aber es bezieht sich eigentlich auf was sehr Persönliches, hat jetzt nichts mit Vogelhaus zu tun, aber genau, ist ganz cool nachgebastelt, total viel mühevolles Detail und wie man das basteln kann, aber man könnte das eben auch als Vogelhauskarte sehen. Zum Beispiel die Verschlüsse mit der Türe hier, die sind was ganz Besonderes. Das ist eben eine Einladungskarte, da drin ist so ein Einladungsschild. Genau. Und zwar ist es deswegen, weil wir so ein Fass im Garten stehen haben. Also so ein kleines Hüttengartenfass. Und das ist eben eine Einladung zur Brotzeit im Fass. Am und um kann man da quasi reinschreiben. Und meine Mama hat sich da verkünstelt und hat da echt ein Fass nachgebaut. Wie gesagt, das ist sehr persönlich jetzt für uns passend, aber wenn ihr das nachbasteln wollt oder so die Idee eben verwenden wollt, könnte man das auch super als Vogelhaus, finde ich, sehen, wenn es jetzt eben nicht aus so, auf so ein Fass bezogen wird. Oder es hat jemand ein Saunafass zum Beispiel im Garten stehen, gibt es ja oft so ein Campingfass oder eben auch eine besondere Gartenhütte, dann kann man das natürlich eben auch als Fass nachbasteln. Ist aber, glaube ich, sehr,
sehr tricky. Also ich glaube, sie hat da lange gearbeitet und sehr viel überlegt und geschaut, dass man das eben rund kriegt und dann ein Dach drüber macht und so. Und dann diese Türen, so süß gemacht und eben mit diesem Türverschluss, also ganz viel Detail, ganz viel Denkarbeit ist da, glaube ich, auch drin, wie das dann funktioniert. Also ich finde, es ist total schön und so viel Arbeit. Auch hier unten, dass es dann so, seht ihr das? Also dass es diese Form hat, dass es dann auch steht. Also ja, ich glaube, da hat sie ganz schön lange rumgetüftelt und das ist wirklich total schön und was ganz Besonderes für uns. Das kriegt auch einen besonderen Platz. Also sehr cool. Auch die Türe ist so schön. Ich meine sogar, dass die Türe keine richtige Türform ist, sondern dass das einfach aus so einem Rechteck, die bestickten Rechtecke, dann da noch mit reingearbeitet ist und die Tür, der Türgriff auch und so. Also es ist echt ein kleines Meisterwerk, muss man schon so sagen, auf jeden Fall. Wunderschön, ein kleiner Schmetterling natürlich. Ja, also sehr coole Idee, kann man vielleicht eben ein bisschen verallgemeinern, indem man Vogelhäuschen bastelt oder wenn jemand, wie gesagt, so eine spezielle Gartenhütte hat, dann vielleicht auch so als Einladung. Echt cool. Ich glaube, als Dankeschön müssen wir sie da mal einladen, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Also ich lasse jetzt einfach mal hier liegen. Ich glaube, mein Stapel hat sich... Ja, ich habe alles. Und es wären noch 2 Karten angekündigt gewesen, die sind aber leider nicht gekommen. Ich habe jetzt extra noch gewartet, aber vielleicht, ja, frage ich nochmal nach. Aber es sind jetzt leider nicht gekommen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, ihr habt viele Ideen bekommen, viele kreative Inspirationen und seid beim nächsten Mal auch gerne wieder mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und schöne Frühlingsgrüße. Bis dann. Tschüss.